Ja, Lilo, grüß euch zu einem neuen Tutorial von Click and Smile Fotografie. Heute geht es darum, wie man viele Arbeitsschritte zu einem Arbeitsschritt zusammenfassen kann, also man sich ganz viel Zeit sparen kann. Und zwar geht das Ganze über Aktionen und das zeige ich euch, wie das funktioniert. Also falls die Aktionen, die man hier sieht, nicht eingeblendet sein, ich schließe sie mal, findet man sie unter Fenster Aktionen, alternativ auch mit Alt F9 zum Aufrufen. Und da sieht man schon, da haben wir jetzt die Aktionen. Hier kann man jetzt einzelne Ordner, einzelne Sätze, wie sie Photoshop nennt, erstellen. Ich nenne das jetzt mal den ersten Satz, also den ersten Ordner Bildgröße. Das heißt, hier speichere ich jetzt alles Aktionen ab, die mit der Bildgröße zu tun haben. Starten wir mit der ersten Aktion. Das geht über dieses Kästchen. Klick mal, Aktionsname nennen wir jetzt, oder benenne ich in diesem Fall, mit der Größe, die wir haben wollen. 5500 Pixel breit und 72 dpi. Das ist die Auflösung, wie ich sie immer für Facebook verwende. Also mit diesen Einstellungen lade ich als PNG die Bilder auf Facebook hoch. Satz, da kann man jetzt nochmal den Ordner einstellen, in dem man das Ganze speichern will. Funktionstaste, da könnte man dem Ganzen noch was zuordnen, dass man es auch mit Shortcut abrufen kann, diesen Aktionsbefehl. Und Farbe, da könnte man die Aktion noch mit einer Farbe hier drinnen hinterlegen. Dann starten wir das Ganze mit Aufzeichnen und alles, was jetzt passiert, also da sieht man unten am Record-Button, alles, was jetzt passiert, wird aufgezeichnet, so lang, bis ich hier Aufzeichnung beenden klicke. Das machen wir auch gleich. Wie gesagt, wir wollen die Bildgröße ändern. Bild, Bildgröße, 72 dpi haben wir gesagt und 1500 Pixel breit. So, okay. Photoshop hat das Bild verkleinert. Wir drücken die Stopptaste. So, jetzt schauen wir, ob die ganze Aktion funktioniert. Mit String Z machen wir das rückgängig. Die Originalgröße wird wieder hergestellt. Und jetzt schauen wir, wie groß das Bild ist. Da sieht man die Auflösung 5281x3521. Das Ganze bei 300 dpi. Und mit diesem Klick auf diese Aktion, da kann man die Auswahl ausführen, wird das Bild verkleinert und Kontrolle, Bildgröße, da haben wir unsere 1500 Pixel und 72 dpi. Ja, und da kann man jetzt natürlich andere Bildgrößen auch noch nehmen. Ich mache es wieder rückgängig, Ctrl Z, somit haben wir wieder die Originalgröße. Jetzt mache ich eine neue Bildgrößenaktion, wieder eine neue Aktion starten. Jetzt nehme ich 3000 Pixel breit und 300 dpi. Wieder in den Ordner Bildgröße speichern. Funktionstaste nehmen wir jetzt wieder keine. Wir starten wieder mit Aufzeichnen. Und jetzt alles, was ich jetzt mache, wird, bis ich diesen Stop-Button klicke, wieder aufgezeichnet. Bild, Bildgröße, 300 dpi bleibt in diesem Fall gleich. Wir ändern nur auf 3000 Pixel. Kann man schon wieder Stop klicken. Und diese Aktion ist auch fertig. Also machen wir es nochmal rückgängig. Ausgangsdatei. Diese Auflösung und wenn wir jetzt da die Aktion ausführen, wird das Bild wieder verkleinert und Bildgröße. Man sieht, wir haben wieder die 3000x2000 Pixel und die 300 dpi, die wir hier als Aktion angelegt haben. Ja, und so wie wir das jetzt mit diesen Bildgrößenänderungen gemacht haben, kann man das mit allen anderen Sachen in Photoshop auch machen. Also man kann für alles Aktionen anlegen. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn wir da schnell einen Satz machen, Bildbearbeitung. Zum Beispiel mache ich jetzt eine neue Ebene Bild aufhellen, eine neue Aktion, pardon, Bild aufhellen, das speichern wir in Bildbearbeitung, zeichnen auf und alles, was ich jetzt mache, wird wieder aufgezeichnet. Gradationskurve, ich mache das Ganze heller. So. Stopp. Und wenn wir jetzt das wieder rückgängig machen mit Ctrl Z, wird man sehen, wenn ich jetzt da auf Bild aufhellen klicke und die ganze Aktion starte, dass genau das, was ich davor gemacht habe, bei Aktion passiert. Und wie gesagt, alle Aktionen, alle Korrekturebenen, alle Optionen oben, die hier gemacht werden, können mit Aktionen reproduziert werden und im Nachhinein dann alles mit einem Klick oder mit einer Tastenkombination abgerufen werden. Ja, das war's schon. So einfach kann man sich's machen mit Aktionen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und ihr könnt euren Workflow in Zukunft ein bisschen besser und schneller gestalten.
Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, freue mich auf das nächste Video mit euch, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.